liebe Besucherinnen und Besucher unserer Internetseiten. Wir stehen hier vor der Pfarrkirche St. Kilian in Hallstatt und an der Baustelle. Und irgendwie finde ich das sehr symbolisch für die jetzige Zeit. Wir haben viele Baustellen in unserem Leben, auch durch die große Krise, durch den Coronavirus. Wir sind angehalten, unsere sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Wir haben viele Einschränkungen, Dinge, die wir nicht tun können. Aber trotzdem stehen unsere Kirchen offen und wir laden Sie auch gerne ein, hineinzugehen. Folgen Sie mir einfach in St. Kilian. Gebrochen, geklebt, geheilt. Im Haus eines guten Freundes steht eine alte, tönerne Vase. Viele Jahre und Klebestellen hat sie auf dem Buckel. Könnte sie reden, würde sie viel erzählen. Von Schönem und Traurigem, von Hoffnungsvollem und Verzweifeltem. Davon, wie sie gebrochen ist und wer sie gebrochen hat. Davon, wie sie geklebt und geheilt worden ist und wer sie geklebt und geheilt hat. Als ich sie das erste Mal sah, es dämmerte und ein sanftes Licht fiel durchs Fenster auf sie, erinnerte ich sofort Momente in meinem Leben, in denen etwas laut knallend zerbrochen ist, wie als die Vase fiel und brach. Gerade in diesen Tagen mag das passieren, wenn man sich zu Hause auf die Nerven oder aus dem Weg geht, weil Diskussionen Emotionen hochkochen lassen oder Schweigen lähmt, weil man die, die einem wichtig sind, nicht mehr sehen kann oder darf, weil man verzweifelt an der Situation und am Alleinsein, weil man hadert mit sich, mit der Welt und vielleicht auch mit Gott. Sprünge, Risse und Brüche können aber oft die verursachen, die mir wichtig sind. Wem ich mein Herz schenke, der oder die kann es auch verletzen. Wem vertraue ich mich mit meiner Ganzheit und Zerbrechlichkeit an und warum? Wir alle sind so, wie wir sind. Wir tun uns schwer, aus unserer Haut zu kommen. Manchmal läuft im Leben nicht alles glatt. Manchmal streiten wir uns. Manchmal fallen böse Worte, die einem nachher leid tun. Manchmal geht etwas in die Brüche, das stabil schien. Freundschaften und Beziehungen, Hoffnungen und Träume, Vertrauen und Glaube. Wo ist etwas in meinem Leben zerbrochen und hat Einschnitte zurückgelassen? Wo habe ich das im Leben von anderen bewirkt und wie ging es mir dabei? Da prallt die Vase meines Lebens auf den Boden. Es knallt laut. Scherben splittern. Dann ist es oft still. Schrecken, Entsetzen, Verzweiflung. Ist das wirklich passiert? Hätte ich das verhindern können? Was passiert jetzt? Und kann ich das wieder gut machen? Habe ich einmal eine Bruchstelle im Leben eines anderen geschlossen oder geheilt? Hat das einmal jemand bei mir gemacht? Wie ging es mir dabei? Vielleicht hat die Situation gerade auch etwas Gutes. Vielleicht mag eine heftige Diskussion meinen Blick auf den anderen und meinen Horizont weiten. Vielleicht mag ich an mir arbeiten, nicht immer das nächste Wort geben und das letzte haben zu müssen. Vielleicht mag ich mich bewusst an Gott wenden und um sein heilendes Wirken bitten. Vielleicht mögen mir die Gedanken helfen, Smartphone oder Stift und Papier in die Hand zu nehmen, bevor etwas zerbricht oder nachdem etwas zerbrochen ist. Wen und wem kann ich gerade in diesen Tagen anrufen, mailen, schreiben? Sprünge und Scherben gehören zum Gefäß unseres Lebens. Wir alle kennen solche Brucherfahrungen, die Wunden hinterlassen haben. Sie können verwandelt werden, wenn wir uns ihnen und der Wirklichkeit stellen. Und wir dürfen Gott diesen Schmerz auch offen hinhalten. Der Riss bleibt zwar deutlich und die Narbe der Wunde bleibt, aber Gott will seine Liebe dazulegen und uns heilen. So sagt Jesus im Matthäusevangelium: Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden.
Selig die Friedenstiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Und vielleicht mag es auch helfen, das Gebet von Susanne Grimmer zu sprechen, das in den Alltagsexerzitien im Begleitbuch in der dritten Fastenwoche stand. Und wenn ich meine, du siehst mich nicht, alles vergebliche Mühe, lass mich innehalten. Aus meiner Verschlossenheit löse du mich in meiner Blindheit, suche du meinen Blick. In meiner Taubheit öffne du mein Ohr. In meiner Ausweglosigkeit führe du meinen Schritt. Nichts ist vergeblich, denn dein Erbarmen umarmt mich. Amen.